Manisch im Kreis, schreit wie verrückt und reibt sich die Augäpfel. Ganz so wie Onkel Sven. Manchmal, nachdem er 3 Tage auf Rübenbierentziehungskur war. Alles in Ordnung, nehme ich an. Trax. Hallo, Gnome, im Namen der amischen Finanz- und Steuerbehörde. Oh Mann. Arg, nicht schon wieder. Diese geistig rückständigen Steckrübenhassende. Abschaum von Gauner. Hat nichts Besseres zu tun, als einen ehrlichen Geschäftsmann davon abzuhalten, illegale Blitzer zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen. Hier kommt er. Gebt mir Deckung. Ja. Alles in Ordnung, nehme ich an. Jan Jansen, gnomischer Einwohner Amts. Ihr seid der Steuerhinterziehung sowie des illegalen Verkaufs illegaler Güter auf illegaler Weise für schuldig befunden worden. Dein Wortschatz ist nicht groß. Trax, mein alter Freund, ihr tut mir ein großes Unrecht an. Ich will doch nie das Gesetz brechen, wie mein Papa immer gesagt hat. Es reicht, ihr werdet mich nicht wieder mit euren verdammten Geschichten ablenken. So blöd bin ich nun auch nicht wieder. Schnauze, Latrinendienst winkt. Schnauze, Latrinendienst winkt. So ist's besser. Wir sind euch seit Tagen auf der Spur, Jansen. Wir haben euch auf frischer Tat mitten im Verkauf eurer gefährlichen und illegalen Apparate ertappt. Was für ein grausames Schicksal. Von einem alten Freund, fälschlich angeschuldigt. Ich bin nicht euer Freund, Jansen. Ihr seid niemandes Freund. So ist das also. Macht es euch Spaß, euch um verdreckte Nachttöpfe zu kümmern? Tut mir leid, mein Herr. Diese Arbeit bringt mich nochmal ins Irrenhaus. Das schwöre ich. Und wer seid ihr? Wohl kaum ein Stammkunde dieses Schurken. Ich bin Schildkröte auf der Suche nach Abenteuern. Das geht euch nichts an, Trax. Hab ich nicht das Recht zu schweigen? Ich suche Abenteuer. Nun, Schildkröte. Hat dieser Gnome nicht versucht, euch illegales Handelsgut, um es deutlich zu sagen, Monsterverscheucher, wie dieser elende Gnome sie nennt, zu verkaufen? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Wir haben uns einfach nur übers Wetter unterhalten. Ja, Sir, hat versucht, mir die Monsterverscheucher zu verkaufen. Ich bin nicht hier, um euch Fragen zu beantworten. Ich habe nichts Böses getan, also lasst mich in Ruhe. Nein, wir haben uns übers Wetter unterhalten. Verflucht! Euch hat der Gnome auch gekriegt! Jansen, ihr könnt nicht länger in Atlanta hausieren. Was euch betrifft, Schildkröte, ihr habt euch einen gefährlichen Feind geschaffen. Mir doch egal. Wer ist dieser gefährliche Feind? Die Gruppe kriegt 36.000 Erfahrung. Ich, Idiot! Los zur Amtsstube! Ja, Vollidioten. Da geht er hin, ein wahrhaft widerlicher, bösartiger Mensch. Dagegen kommt mir ja noch Onkel Kratzi wie ein Heiliger vor. Ach, egal. Wie es scheint, bin ich wieder mal aus dem Schwarzmarkt rausgeflogen. Zumindest so lange, bis ich mir ein Vermögen zusammengespart habe, um meine Geschäfte wieder ins Rollen zu bringen und Trax Vorgesetzte anständig zu bestechen. Benötigt ihr vielleicht noch einen Mitstreiter? In der Tat, Jan. Willkommen an Bord. Welche Fähigkeiten habt ihr für die Gruppe zu bieten? Ich möchte nicht noch jemanden mitschleifen genommen. Verschwindet mir aus den Augen. Seid dankbar dafür, dass ich euch überhaupt geholfen habe. Danke für euer Angebot, aber ich glaube, dass es im Moment besser ist, wenn ich ohne euch weitermache. Welche Fähigkeiten hast du denn? Dann wissen wir das schon mal. Ein schläfriger Mund, eine geübte Hand an der Armbrust und all die illegalen Gerätschaften, die ich mir nur ausdenken kann. Ja, es würde mich freuen. Im Moment benötige ich jemanden wie euch eigentlich nicht wirklich. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Das klingt ja ziemlich nutzlos genommen. Ja, vielleicht später. Ihr werdet schon sehen, was ihr an mir vermisst. Falls ihr eure Meinung ändert, findet man mich nicht
ganz so opulenten, der nicht ganz so opulenten Hälfte der Stadt. Man könnte es auch die Slums bezeichnen. Ich stehe vermutlich gerade hinter einem Steckrübenverkaufsstand und versuche mir langsam und mühselig genug Geld für eine ordentliche Bestechung zusammenzusparen. Ich wünsche euch viel Glück. Ja. Damit hätten wir schon mal was mit Herrn Jansen gemacht. So, Eri hat noch ihre komische, keine Ahnung hier, Entzug von Lebensenergie. Darum hat sie Stufen verloren. Das können wir aber dank Yahera kompensieren. Ich hab gesagt, dank Yahera. Die Dienerin der Natur ist bereit. So, wo? Ach so, Eri nähert sich mal wieder mit einem Lächeln und blickt uns mit ihren schönen Augen an. Kein Wunder, dass Onkel Quay wollte, dass ich mir die Welt ansehe, Schildkröte. Ich kann nicht sagen, dass ich alles mag, was ich gesehen habe. Aber ich bin glücklich, hier zu sein. Mit euch. So, wir segnen dich jetzt eben erstmal. Da. Danach reden wir dich an. So, dann machst du mal hier noch Heilung. Ich sehe doch, dass ihr verletzt seid, mein Kind. Lasst mich euch dies abnehmen, damit ihr nicht so schwer zu tragen habt. Du hast dich schon mal gefragt? Ich bin kein Schwächling, Yahera. Und ihr konntet ebenso leicht verletzt werden wie ich. Ich habe meine Erfahrung im Kampf, Eri. Jede Wunde, die ich davongetragen habe, hätte euch schon töten können. Das sagt ihr. Aber ich werde derartigem nicht aus dem Wege gehen, indem ich mich hinter euch verstecke. Ja, ist in Ordnung. Heil sie eben nochmal. Bitte. Ja? Bitte. Heil dich selbst. Der Herr ist zu dumm dazu. Du hast irgendwie nicht mehr so viel Zauber übrig. Ach, das macht nichts. Heil dich selbst. Ich warte auf euren Befehl. Der Herr auch nochmal mit einer kleinen Heilung. So, das taugt das bloß. Dann speichern wir eben kurz, weil wir so viel geredet haben. Dann, ich muss bald rasten, mein Freund. Ich habe keine Lust, später müde zu sein, wenn meine Fähigkeiten die höchste Konzentration erfordern. Ja, Erich steht mal wieder vor uns und wir können, können wir mehr machen? Ich liebe euch, lächelt Erich zu, geht Hand in Hand. Geht Hand in Hand. Erichs Hand fühlt sich leicht und fein an, du bemerkst eine raue Stelle, die sich in ihrer Hand bildet, ohne Zweifel von Kämpfen, die sie mit dir gefochten hat, und du fühlst dich etwas schuldig. Auch sie bemerkt die raue Stelle an deiner kampfgewohnten Hand und atmet tief ein. Oh Schildkröte, das sieht aus, als wenn es schmerzt. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg, als immer zu kämpfen. Ihr zeigt mir, wohin ich, warte, ich bin dabei. Ob das jetzt gut oder schlecht war, kann ich nicht einschätzen. So, wir sind ja nicht so, dann gehen wir hier mal rein und holen unsere, mit dem sprechen wir später mal, weil ich habe schon mal geguckt, was er sagt, und das ist eine Aufgabe auf Zeit, und darum machen wir das jetzt nicht. Das machen wir später, wenn wir höherstufig sind. Ja, wenn wir hochstufiger sind. So, wir sollen mit irgendjemandem reden. Wen haben wir denn hier? Connery, ich glaube, sagt, was ihr wollt. Was kann ich für euch tun? Ihr seid hier offensichtlich fehl am Platz. Wenn es nichts wirklich Wichtiges ist, muss ich euch sagen, dass ich zu viel zu tun habe. Um von Leuten wie euch nicht belästigt werden will. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich möchte etwas über jene in Erfahrung bringen, die von den verhüllten Magiern gefangen genommen würden. Welche Aufgabe erfüllt ihr hier? Welche Abteilung in der Verwaltung gehört ihr an? Dann werde ich zusehen, dass ich weiterkomme. Welche Aufgabe erfüllt ihr? Nun, wenn es euch so brennend interessiert, will ich es euch sagen. Ich muss mich mit den verwaltungstechnischen Aspekten der Einschränkung mystischer Kräfte herumschlagen. Die Anwendung von Magie ist in diesem Lande eingeschränkt. Und das ist auch gut so. Magier sind gefährliche Abweichler. Wisst ihr etwas von ihnen, die von den verhüllten Magiern gefangen genommen wurden? Ich verstehe. Nun, ich schaue mir dann mal
schaue dann mal, dass ich weiterkomme. Weißt du was über die Gefangenen? Was mit denen geschieht, die von den verhüllten Magiern gefangen werden? Geht anständige Leute nichts an. Kein Magiekundiger bleibt unerkannt und alle kommen sie hier durch. Aber diese Information ist nicht für eure Ohren bestimmt. Einen guten Tag noch.